Moin Moin, hier wieder bei The Binding of Isaac. Ist wieder Challenger Time, The Purist. Die letzte Challenge. Wir starten mit einer Bombe. Isaac ist komplett nackt, ohne sonstigen Items und es gibt keine Goldräume. Heißt, Goldfarm, Schlüsselfarm für Shops und hoffen, dass der Greed einen nicht stört. Und noch ein paar. Bombe und ein Nickel. Das ist ja schon mal schön. Und gleich zwei Champions. Das war etwas knapp, fand ich doch gerade. Da schon mal ein halbes Herz wieder. Ah, Geld ist schon mal nicht schlecht. Gehen wir mal da rein. Ja, da ist gleich ein Katzen-Item. Da haben wir gleich noch ein besseres Item. Jetzt überlege ich, spare ich die Bomben und gehe da durch, nehme ich zwei Schaden. Ja, mache ich jetzt. Wir haben jetzt das Unicorn. Bewahrt uns ja vor ein bisschen Schaden wenigstens. Rote Kiste. Ja. Ah, nur zwei Bomben. Ist ja nett. Was haben wir da? Nichts. Mal sehen. Ich könnte das Unicorn für den Opferraum oben benutzen. Oder ich benutze den jetzt für den Boss. Mal sehen. Oh, Steven! Hi Steve! Der Captain! Ja, ist die alternative Version von den Giminis. Die hatten wir noch gar nicht. Wundert mich. Wir hatten noch überhaupt. Das ist das erste Mal, dass wir eine Alternativversion begegnen. Finde ich cool. Also es gibt ja mittlerweile 5. Also früher gab es nur 4. Boah, scheiße, der Rage da gleich am Anfang so rum. Und ich, wenn Steve tot ist. Steve stirbt. Big Steve ist tot. Jetzt Little Steve töten. Drecksack. Steve kennt man wahrscheinlich, wenn ihr Tankman kennt. Von Newgrounds, dann kennt ihr auch Steve. Oder das Spiel Timefuck. Auch ein Edmund Macmillan Spiel. Ah, jetzt verrecke mal und ohne mich dabei zu treffen, bitte. Der soll möglichst weit weg von mir platzen, damit ich auch ausweichen kann. Little Steve has appeared in the basement. Mist, das Little Steve. Ich hätte gern den normalen Steve gekriegt. Das wäre nämlich Damage up. Aber Little Steve ist halt ein Companion mit Psychotränen. Wenn wir schon das Unicorn haben, dann nutzen wir das doch mal. Toll! Ich habe keinen Schlüssel. So viel dazu. Ich hoffe mal, wir finden noch zwei Katzen-Items. Weil Goldräume sind. Gibt's ja hier nicht und das wäre zumindest eine Möglichkeit, auf jeden Fall genug Schaden zu machen, um hier unbeschwert durchzukommen. Das ist schon mal ein Arkaderaum, nicht schlecht. Ah, danke Steve, hast gut Dienst geleistet. Jetzt brauchen wir noch 5 Münzen. Wow, da hätte er mich fast erwischt, die Sau. Noch ein Schlüssel. Dann gibt es hier drin
Silberherzen, sehr schön. Komm mit, Steve. Ah, je. Schnell kaputt machen. Ah, schön mit Steve, wird sein Psycho drehen. Ansonsten ist er halt so stark wie Bruder Bobby. Wir haben zwei Bomben, es gibt zwei Möglichkeiten, wo... wo, hier so ein Dingsraum sein kann, ein Geheimraum. Ich würde eher neben den Shop vermuten, dass er, eigentlich am meisten. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher. Ah, hi. Gut, dass du hier bist. Bob ist am Start. Hey, Bob. Bob nehmen wir aber gleich mit. Erstmal gucken wir nach dem Geheimraum. Obwohl, nee, erstmal missbrauche ich das Unicorn. Yuppie! So, Geld haben wir. Gehen wir mal kurz in den Shop. Die Batterie. Die wird auf jeden Fall gekauft. Hihi. Hihi. So, Blutspendeautomat. Da bin ich schon wieder. Sehr schön. Aber schon mal ein bisschen Geld für die nächsten Ebenen. Nee, da ist es nicht. Da muss es da sein. Yo. Da ist er nur ein normaler Automat. So, kriege ich meine Bombe wieder. Nehmen wir jetzt Bob mit. Hey Bob! Bob, der Sprengmeister. So, Bob wird ja wohl locker jetzt die nächsten Gegner töten können. Ach, Widow. Hi, Widow. Was geht, Widow? Oh, scheiße. Mist. Das ist der Schnelle. Da ist Bob jetzt doch nicht so hilfreich. Blöden Nubbel töten. Nein, Nubbel lastert. Au, hat er mich erwischt, die Sau. Nein, Nubbel, geh, stirb. Au. Wexi. Nur noch die blöden Nubbel. Weg mit euch. Ah, oh, Wunschbuhn schneller. Naja, naja, naja. Nicht gerade das Item, was ich möchte, aber egal. Ah, Challenge-Raum. Was gibt's hier? Ein halbes Herz. Toll! Hoffentlich gibt's hier nach der Challenge noch ein Item. Oder so. Uhrmäßig, was? Ja, lass mich mal mit den Scheiß hier in Ruhe. So eklig. Verrecket. Verrecket seid ihr alle. Ihr Fliegen und... Du vergammeltes Popcorn. Tschüss. Ah, komm raus aus deinem komischen Kopf da. So, ah, wenigstens noch ein Schlüssel. Oh, ist ja kein Problem. Hier einfach rumstehen und warten, bis die alle sterben. Ah, noch ein Dings. Bob ist auch wieder am Start.
Das war etwas knapp. Ich habe da nicht drauf geachtet. Bob. Okay, da ist nichts. Schade. Chariot. Mal sehen, ob es hier noch ein Dings gibt. Noch ein. Noch ein Arcade-Raum. Ja, wir haben ein Glück genug Feuerkraft. Sonst hätten selbst die mal an mir gefährlich werden können in diesem Raum. Ah, ich glaube, ich weiß, wo der Geheimraum ist. Oh, tschüss. Jetzt oben? Nee, ist ja nicht. Okay, dann halt ich. Oh nein, 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 nein. Oh. Wo ist denn der? Ah, Schlüssel? Nee, schade. Ich hätte jetzt gern den so... Ah, verdammt! Ah! Zu viele Fliegen. Das waren dann doch zu viele Fliegen. Ich hätte jetzt gern die Bombe einfach hier hingelegt. Da hätte ich an die Kiste einerseits rangekonnt und... Ja. Ich brauche mehr Münzen. Münzschein. Aber wir wissen ja schon, unten ist kein Geheimraum. Hier. Dann ist der vielleicht hier oben. Ach, Bob ist bereit. Gut, da habe ich im Prinzip zwei Bomben. Gib mir auf die Eier. Bleib doch mal stehen. Dann können wir die da hinsetzen. So viel dazu. Dann haben wir einmal hier. Geld. Ich brauche noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Damit erwische ich mich jetzt selbst. Oh, dann fliegt es. Oh. So ein Scheiß. Ah, verdammt. Ich hätte Papier nutzen sollen. Das wäre klüger gewesen. Fliegen können wir ja leider nicht. Ich würde alles einfacher machen. Aber mal sehen, wie wir hier haben. Hi, Gordy. Ach, der Schwarze. Ich glaube, stimmt, er spuckt nicht. Er spawnt nur den Scheiß hier rum. Und nervt mich damit. Hä, warum ist denn die jetzt zurückgekommen? Achso, wegen dem Fliegen. Wieder den Scheiß töten. Ja, auch mit dem Lund fliegen. Ist doof, wenn die in dem... in Gordy drinstehen, die blöden Grandflies. Oh, 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 oh. Keine Grünen. Grünen sind unberechenbar, obwohl die ihnen, wohl ich glaube, mehr schaden würden als mir. Ah, trotzdem. Nix grüne Tier. Weg, Gordy.
Und tschüss. So, und das. Kein Problem. Ah, Tier ist ab. Wundervoll. Judgment. Nehme ich das mit? Klar, das ist ein Bettler. Aber wir sammeln noch Geld. Wir sammeln erstmal Geld. Ah, Curse of the Lost. Mehr Räume. Au. Wenn er schießt, links an die Wand. Tier ist down. Nein, ist toll. Sehr schön. Alter, diese blöden Automaten gehen mir auf die Eier. Ah, noch ein Bettler. Ich würde jetzt echt gern fliegen können. Bleib mal hier stehen. Ja, ich bleib einfach mal hier stehen. Hier können sie mir nichts. Stirb! Der kommt mir zu nah. Na? Na, komm, komm ran. Da hat er Angst. Jetzt ist er allein und hat Angst. Jetzt will er wieder in seine komische Mitte rein. So, blöden Spinnen. Blöden Spinnennetze eher. Wir nutzen aber erstmal Dings. Ah ne, wir waren ja schon. Ach, blöd. Bin ich blöd. Wir waren ja schon. In. Ah nein, 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 nein. Ihr seid mir zu viele. Ah, schön. Ein Herz. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ey, das ist fies. Das war fies. Das war richtig fies. Oh, scheiße. Wo ist der blöde Shop? Ah, komm. Die sind mir ein bisschen zu unberechenbar. Oh. Er halten doch ein bisschen mehr aus. Als man denkt. Justice, sehr schön. Noch ein Schlüssel, ein Herz. So, jetzt fehlt nur noch der Shop. Ich hätte lieber denn noch eine Bombe. Damit ich den Bettler frei... mal gucken. Mal gucken. So, können sie mich nicht, umzingeln. Ah, schöne Kiste. Und was haben wir? Pille. Telepilles. Toll. Werde ich jetzt erstmal hier quer durch die blöde Pampa hier geportet. Gib mir lieber Bomben. Komm. Ah, nix für kriegt. In den Arcade-Raum gehe ich jetzt nicht rein.
alles potenziell tödlich hier. Hilfe! Selbst die Fliege war tödlich. Komm! Noch ein Schlüssel. Ja, da muss ja der Shop jetzt oben sein. Der hat ja keine andere Wahl mehr. Und dann machen wir von hier ein bisschen runterballern, damit es nicht rumballert. Wie auch Fortune, toll. Hier, geh weg. Ohoho. Der nur. Boah. Achso, der macht die Scheißhaufen kaputt. Oh, 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 oh. Was haben wir denn da? Counterfeit Penny. Okay. Oh, oh. Kisch. Ah. Ganz doofe Konstellation, diese Räume mit drei Gischs immer. Das ist immer so platziert, dass mich auch gar nicht hier treffen. So. Ich guck mal da schon mal rein. Ah, ist Gordy. Hi, Gordy. Muss mich unbedingt wieder stressen. Musste sein, Gordy. Deswegen haben wir jetzt Geld für den Bettler. Beziehungsweise können das Geld für den Bettler ausgeben. Ah, trifft er mich. Du Arsch. Ich brauch das Geld. Obwohl wir haben den. Wir haben ja ein Glück, den Penny. Oh, super. Wenigstens das kriegen wir. Wir haben mehr Geld für den Penny. Penny. Ich brauche trotzdem Bomben. Ja, Arcade-Halle. Hier. Wir kriegen jetzt. Wir kriegen ab und zu noch eine extra Münze wegen den Counterfeit Penny. Macht er mal ab und zu aus einer zwei. Das ist schon recht nett. Geh sterben. Junge, ich brauche keine Schlüssel mehr. Ich brauche Bomben. Der treibt mich zur Weißglut. Wolltest du mich verarschen, wa? Gib Geld ran und Bomben. Oder das, ja. Ja, komm. Jetzt gleich ein ganzes Herz geben können. Danke. Da hat da jetzt nicht gewirkt, der Counterfeit Penny. Ah, sehr schön. Da haben wir noch eine extra Münze dazu gekriegt. Ich brauch trotzdem eine Bombe. Junge, Bomben ran. Monster Case. So geht's natürlich auch. Brauchen wir jetzt natürlich wieder Schlüssel. Das würde mich nicht wundern, wenn das jetzt daran denn scheitert. Das denn gibt's dann halt keine Schlüssel mehr. So, dann setzen wir die dahin. Und ich habe ihn getötet. Sorry, ich habe den Bruder getötet. Ich bin bescheuert. Ah, verdammt. Mir geht ein Item. Mir geht ein Power-Up durch die Lappen dadurch.
Ah, fuck. Mann. Das ist doof. Gebrannt. Ja, wieder 2 Münzen gekriegt. Hättest du Pretty Fly machen können. Ja, danke. Schlüssel können wir gut brauchen. Wieder 2 Münzen, wieder 2 Münzen. Wieder 2 Münzen. Bombe. Jetzt noch eine Pretty Fly geben können. Okay. Dann lassen wir dich jetzt allein. 7 Münzen brauchen wir jetzt für den Shop. Wir haben ja den Steam Sale Dings Coupon. Whatever. So, mal sehen, wer auf uns wartet. Dürfte nicht besonders schwerer Boss sein. Eigentlich Katakomb 2. Mal sehen. Oh, Ratchet. So viel zu du. Ah, wir haben ja ein Glück, den Bob. Wir haben ja ein Glück, den Bob. Sonst hätte es, glaube ich, ein bisschen länger gedauert. Range up. Das. Sonst gibt es hier nichts mehr zu holen. Weiter in the Deeps. Ja, deine Träume und so. Och, muss das jetzt sein? Ah, guck erstmal da. Was ich jetzt echt nie brauchen kann, ist Curse of the Darkness wegen den Geheimräumen. Kann ich doch jetzt gar nicht einsehen, vernünftig. Muss ich jetzt die ganze Zeit hier komisch ablaufen? Muss ich mir jetzt die Ebene hier merken, wie die Räume verteilt sind? Stirb! Zieh Leine! Blaue Pille. Range down. Nonnekutte. Ach, wie ich dich vermisst hab. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Schön die sehr. Können wir ja machen. Lädt sich ja auf. Ah ja, die tun mir ja nichts. Ich hab ja den Kackhaufen. Die kommen mir nur zu nah. Na, geht weg, ihr seid eklig mit euren komischen Kackhälsen. Au! Trifft er mich natürlich. Und da ist dann. Wenigstens laden sie mir mein Bob auf. Bombe, wo können wir noch testen? Da ist nichts. Der kann mir hier aufspringen. Komm, du bist billig, Rev. Mach mir mal das Aufspringen. Da
Dann muss ich nämlich meine Bomben nicht benutzen. Ey, du Arsch, komm doch mal ran. Soll ich jetzt die ganze Zeit stehen bleiben? Du läufst da zufällig immer rein. Ja, sieht so aus. Du, ich bleib hier stehen. Ja, triff dich selbst, Idiot. Ist er gerade durch den Stein gelaufen? Danke. Darauf habe ich doch gewartet. Darauf habe ich doch gewartet. So, noch mehr Bomben. Danke. 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 Dann kann ich das auch für vernünftig suchen. Benutzen. Beim Raum suchen. Waren wir oben schon? Nein, wir waren oben noch nicht. Ah, und wurden getroffen. Dank Batterie lädt sich der Scheiß noch viel schneller auf. Das war das doch mal gleich. Epic Fetus! Yes! So, und ab jetzt spiele ich mit den rechten Analogstick. Normalerweise, ich spiele mit einem Xbox 360 Controller und normalerweise habe ich die Schussrichtungen auf X, Y, B, A. Also B zur Seite und so. Und jetzt benutze ich einfach die Stick, den Stick, weil dann geht das viel, viel geschmeidiger. Sehr, sehr geil. Das nenne ich doch mal Glück. Ich muss trotzdem aufpassen, dass ich nicht sterbe. Oh, ich bin ja fast tot. Ich bin ja fast tot. Das ist ja eklig. Ja, jetzt zum Boss. Das Geld kommt mir gerade gerecht. Ich hoffe mal, im Shop war irgendwie was Herzenbringendes. Mal sehen. Devil. Nimm mal das mit. Hey, ich war schon tot. Hi, Teufelsbäcker. Auch kein Problem. Jetzt hätte ich lieber... Ja, jetzt brauche ich Bob nicht mehr an sich. Aufpassen, dass ich mich nicht selbst töte. Da hätten wir schon den Boss. Waren da noch irgendwelche anderen Abzweigungen? Ja, natürlich nach oben. Nur Bomben. Nur Geld. Ja, schade. Dich töten bringt nichts. Jetzt hätte ich doch tatsächlich lieber wieder das Unicorn, besonders mit der Batterie und
mit der Non-Kotte. Mal sehen, wen wir hier haben. Ach, gleich nur noch Gish, noch einen Alternativen. Der Tag ist echt alternativ hier. Bloß nicht in seinen blöden Pfützen laufen. Verdammt, auch nicht selber wegsprengen. Bitte, Gish has appeared in the basement. Einer der geilsten Companions, weil er die Gegner halt verlangsamen kann. Aber irgendwie, ich brauche Leben. Aber er schießt jetzt auch nicht, wegen... Ja, das bringt mir nicht viel, dass ich jetzt Gish hab. Das ist natürlich doof, aber... Naja, was soll's. Ah, das ist scheiße, ich brauche Leben. Oh, nicht schon wieder. Ach du Scheiße. Das war jetzt mir nicht ganz geheuer. Nimm mal das Ding mal mit. Den Penny brauchen wir jetzt. Ach Mist, ich hätte jetzt den Penny dafür nutzen können. Egal. Ich suche Geheimraum. Bevor irgendwas anderes gemacht wird. Au! Fuck! Diese Sau! Ich bin zu knapp hier. Ich fliegen tu mir nichts. Da ist schon Mutter. Mutter wird... Ah, weiß nicht. Mutter. Könnte ein bisschen fies werden. So, erstmal Lage entschärfen, das war mir zu eng. Hier. Keine Herzen zu kaufen hier. Aber das. Ich bräuchte noch ein bisschen Geld. Ich würde mich gern die Tarotkarte da kaufen. The Fool. Nö. Ah, jetzt habe ich... Penner. Hättest du so gedacht, dass du mich kriegst? Achso, ich kann ja über Gruben jetzt laufen. Den zweiten Geheimraum suchen. Der wirklich hier nicht? Nee, der ist hier nicht. Man kann jetzt überall nachgucken. Stört der niemanden? Den Schlüssel kann ich auch mitnehmen. Hier ist er auch nicht. Waren wir oben schon? Oben waren wir noch nicht. Ah, hier ist wieder Geld, sehr schön. Ja. Wo
ist denn der blöde Geheimraum? Nein! So ja nicht. Dann gehen wir weiter erstmal nach links. Super, ein bisschen schneller laufen. Ach, ich kann doch über Gruben laufen. Da war Gisch. Da ist Nickel drunter. Da gehe ich jetzt nicht rein. Die Herzen haben wir leider nicht. Imperor, nein, ich will jetzt nicht zum Boss. Und da ist der zweite Geheimraum. Was können wir denn für Trinket jetzt gebrauchen? Wir haben eigentlich das schlagkräftigste. Ace of Spades ist nicht schlecht, nehme ich gern mit. Das Ding kannst du behalten. Das nehme ich gerne an mich. Nein, jetzt. Wir werden erstmal das Restgeld bei ihm verpreisen. Der soll mir ein paar Herzen noch geben. Komm, gib mir Herzen. Bomben brauche ich nicht. Ja, meine Pretty Fly muss jetzt die töten. Ganz toll. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Geld. Ah, Mist, ich hätte jetzt... Egal, komm. Oh, nee, 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 nee. Kannst behalten. Und den Rest verprassen war denn doch wieder hier. Was könnte denn noch für ein Trinket nützlich sein? Nee. Was war das? Bombs are case. Jo. Wir haben unendlich Bomben. Wir haben sogar noch den Bob. Danke, dass du mich so verarschst. Spiel. Sehen, was haben wir da? The World bringt mir jetzt auch nicht viel. Bringt mir nicht gar nichts. Es gibt keine Goldräume in der nächsten. Es gibt überhaupt nichts mehr in so Womp und so, was mich interessiert. Wo ich jetzt wissen müsste, wie die Räume aussehen. So, Mutter. Wir fangen erstmal an mit Bob. Schön aufpassen, dass ich mich nicht selbst bei töte. Sehr schön. Seems Health, HP ab. Das doch noch überlebt.
keinen blöden Fluch und sofort den Geheimraum gefunden. Wir sprengen mal alle roten Steine, weil wir es können. Wisst ja, blaue Steine könnten ja da drunter sein. Was war jetzt das? Das brauche ich nicht. So, Devil, da müssen wir trotzdem ein bisschen mehr Schaden machen. Das wäre wenigstens etwas. Keine blauen Steine. Dann gehen wir erstmal nach unten. Also, drei von denen sind fies. Aber nichts Bedrohliches für uns. Au! Ich habe mich zuerst auf die blöden Abgetriebenen konzentriert. Das war ein Fehler. Au! Schöne Salbe abgekriegt. Nee, dich schieben wir mal einfach da rein. Dann hat sich die Sache. Hier ist nirgendwo etwas Verdächtiges. Ah, Herz. Wow. Ah, goldener Schlüssel. Gefällt mir. Was haben wir da? Eine Herzkarte. Die nehme ich mit. Lebensversicherung. Weil genug Schaden machen wir ja. Bisschen Geld dazu kriegen. Hier ist auch nichts. Hä? Ah, Hilfe. Verpiss dich. Lass mir nur... Oh, ein Dime. Jetzt bräuchte man nur... ein Bettler wieder. Den hätten wir auch mit einem Schuss töten können. Den hätte ich besser platzieren müssen. Einfach nur die Rakete. Pam. Warum kriege ich jetzt so viel Geld hinterher geschissen? Geheimraum, Geheimraum. Wo bist du nur? Oh, du geheimer Geheimraum. Au. Drecksding. Du hast Schaden gemacht. Nee, das ist nur ein halbes Herz. Ah, oh, schade, ich dachte. Ja, Range Down. Du mich auch. Nehmen wir das mit? Oder bleiben wir bei Bob? Wer er für Necronomicon? Ja. Zweimal getroffen und wir können es wieder, wenn wir zweimal getroffen werden, dann können wir es wieder einsetzen. Und das macht ja immer so ein paar Schadenspunkte halt. Ist doch ganz nett. Da haben wir den Raum und jetzt ist Challenger Time.
Noch Fragen? Dachtest du, dass du mir zu nahe kommst, wa? Wow, scheiße. Oh, die haben es geschafft. Geh nichts weiter, schade. Nur mal mit. Oben ist ja auch noch ein Herz. Ich hätte auch das Necronomicon einfach mal einsetzen können. Weiß ich auch mal. Natur. Mal sehen, wen haben wir denn? Loki? Oder wen gibt's noch? Loki. Oder Monstro 2. Loki oder Monstro 2. Ich hätte es lieber Loki. Oder Skollex. Skollex. Verfehlt. Zu weit oben angesetzt. Treffer. Ah, das trifft mich. Ah. Ham. Ah, super. Tier ist ab. Können wir schneller die Dings benutzen. Da kommen sie nämlich schneller runter. Also, die Challenge ist jetzt nicht so die Herausforderung. Es ist nur die Herausforderung, sich nicht selbst zu töten. Und da ist auch schon wieder der geheime Raum. Und da kriegen wir ein Leben dazu. Okay, jetzt dürfte ich mich im Prinzip auch selber töten, ohne dass das wirklich Konsequenzen hat für mich. Habe ich jetzt eigentlich alle roten Steine in der letzten Ebene weggeballert? Ach du Scheiße. Das ist natürlich eklig. Das ist eklig. Das lassen wir mal schön sein. Ach. Ah. Da hat mich gerade kurz Dings gerettet. Das Herz. Brauche ich das jetzt? Eigentlich nicht. Komm mal. Da. Bad Trip, du mich auch. Und Tears Down. Warum ist es auch eine Tears Down? Ne, das andere war eine Range Down. Die eine blaue Pille ist eine Range Down, dann haben wir eine Tears Down. Lassen wir schon mal stecken. Ah, schön. Besiegt man die beiden. Und die Belohnung ist keine Belohnung. Aber schon mal Mutters Herz. Die wird sowas von einfach. Das wird ja sowas von einfach. Wird das. Da hab ich ihn erwischt. Ah, Mist. Da, ja, die sammeln wir denn ein, wenn wir Mutter besiegt haben. Muss mal kurz gucken. Macht keinen Unterschied. Das ansonsten immer gerne, aber jetzt nicht in diesem Fall. Jetzt nicht. Ah, war nur eine blöde Telepille. Scheiße. Wenn es noch eine Herzkarte ist, dann gern. Obwohl, ja, das... Ja. Ah, gib her, gib her, gib ran, gib.
bräuchte noch mehr Pretty Flies. Und Pretty Flies gibt's bei dir. Gib ran, gib her, gib schon. Ich weiß gar nicht, bis wohin wir eigentlich spielen müssen. Ob Mutters Herz eigentlich das Ende dieser Challenge ist, oder ob wir Isaac töten müssen. Komm. Herzen, Pretty Flies. Herzen, Pretty Flies. Vielleicht die ein oder andere nützliche Tarotkarte. Ein Dollar. Dollar wäre auch nicht schlecht. Würde zu unserem Zylinder passen. Nee. Obwohl eine Battery-Pille ist, wenn wir nur noch ein halbes Herz oder ein Herz haben, eine positive. Noch eine Pretty Fly, das wollte ich ja. Moment. Genau. Du mich auch. Gib mir noch eine dritte Pretty Fly und ich bin zufrieden. Zöger doch das nicht heraus. So eine Hinhaltetaktik. Du wirfst mir eine Münze zu, ich steck sie wieder rein. Du wirfst mir eine Münze zu, ich steck sie wieder rein. Das ist doch ein Nullsummenspiel. Kostet mich doch nur Zeit. Machen wir hier das Doppelspiel. Sehr schön. So. Aber den auch kaputt gespielt. Was kriegen wir hier? The Sun. Oh, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Die ganze Karte aufdecken, volle Herzen. Obwohl ich ja die Joker-Karte mitnehme. Letztendlich. Ja, letztendlich nehme ich die Joker-Karte mit. Haben wir den zweiten Geheimraum schon gefunden? Mann! Da haben wir einen. Lucky Toe. Na, brauche ich nicht. Was war das nochmal? Tears Down. Leck mich doch mit den Scheiß. The Sun war einmal voll Herz, dann war es die Dead-Karte.
und die ganze Karte aufdecken. Also in die nächste Ebene nehmen wir aber die Joker-Karte mit. Aber für jetzt... Weil jetzt ein Scheiß da aus der Todeszone da raus. Justice! Doch, immer gern. Immer gern. Sehr schön. So, Mutters Herz. It lift. Lift. So, und. Ah, cool. Au, ich wurde getroffen. Ja, cool. Machst du cool? Gisch macht das super. So, und ich hole jetzt meine Joker-Karte. Wir müssen tatsächlich zu Isaac. Ah, nicht ohne meine Joker-Karte. Ich hätte aber lieber das, The Nail oder, hier, wisst schon. Ihr wisst schon. Hier, Book of Revelation. Würde mehr bringen. Oder Book of Shadows. Würde auch, lädt sich ja blitzschnell auf, dank Batterie und der Non-Kutte. Warum kriege ich auf einmal bei jedem... Ich häng fest! Das war uncool. Das war sehr unschön. Das fand ich jetzt nicht nett. Ich setz mal die Joker ein. Brauche ich beides gar nicht. Ich habe eigentlich mehr gehofft, dass da ein... Kathedralenraum ist mit Item halt, was mir was bringt. Aber nö. Probleme. Ist hier. Nö, ist nicht. Kein Geheimraum. Das war jetzt der zweite, der andere Geheimraum. Den wir hier gefunden haben, rechts. Wäre ich doch fast zu weit gelaufen. Strange. Ja, gern. Ein temporäres Herz. Dadurch gewinnen. Ist doch nicht schlecht. Können wir beim Boss denn... Machen wir auch gleichzeitig mehr Schaden. Gern, immer gern, gern. Haben wir da. Geld. Ach, das ist der normale. Gut. Hab mich also einfach nur verschossen. Nee, wir gehen erstmal unten lang. Da ist ein blauer Stein. Leider nur ein Schlüssel. Da war ein Glück auch ein Herz drin. Das finde ich schön. Der Rand, der... Ah! Arschloch, hat mich getroffen. Ja, die haben keine Strongheit. Notfalls habe ich noch ein extra Leben. Was sollen sie machen? Ganz entspannt hier die Runde.
Wow, da hätte ich mich fast selbst gesprengt. Da hätte ich mich fast selbst gesprengt. Und dann kriegst du noch das Buch in die Fresse. Au! Ah, ich lasse mich wieder mal unnötig treffen. Ah, ein Challenge-Raum. Doof gelaufen. Ich würde da gern rein. Mir fehlt dafür aber noch ein Herz. Und das werdet ihr mir geben, weil ihr seid blaue Champions. Und ihr seid dazu verpflichtet, mir blaue Herzen zu geben. Danke. Jetzt kann ich auch in den Challenge-Raum. Bleib hier gemütlich in meiner Ecke. Baller dich kaputt. Das war ein bisschen knapp. Einer ist tot. Und tschüss. Eine Mütze, der kriegt nichts Spektakuläres. Oh, naja. Das gibt's hier auch noch. Und tschüss. Oh, sehr schön, noch ein Teufelsbettler. Hm. Ein Glück habe ich ihn nicht direkt vor die Tür gepackt. Das wäre ein bisschen unangenehm. Oh, hätte man notfalls wegspringen können, einfach. Den Schlawiner. Au. Blöde Fliege von den Scheißding. Boah, das war knapp. Tschüss. Da fehlt auch noch ein Raum. Ich hätte jetzt gern noch irgendwie was, was mir Herzen gibt. Irgendwie. Wäre ganz nett eigentlich. Damit ich den, ja. Ich hätte mir jetzt auch Herzen kaufen. Egal. Was sind wir? Nee, Strange ist besser. Stärke ist besser. Weil, Stärke. Isaac versus Isaac. Fight! So, machen wir ein bisschen mehr Schaden, glaube ich, auch. Mit Strange. Ich weiß es nicht. Falls wir getroffen werden, können wir auch zwischendurch immer wieder Necronomicon einsetzen. Also, man sieht, er hat gar keine Chance. Und da geht er in seinen blöden Engelmod. D20 has appeared in the basement. Und the Exec has appeared in the basement. Cool. Auch diese Challenge. Wir haben alle Challenges gemeistert. Denn, ja. Bleiben nur noch die normalen Runs. Und, 10.000 Mal Eve spielen, bis es schafft. Und Samson spielen, bis er es schafft. Und... ja. Und in The Chest müssen wir auch noch. Ja, Psychomucke, lass mich in Ruhe. Ah, und ein Teil von Polaroid haben wir dadurch auch gekriegt. Sehr schön.
Ja, alle Challenges sind gemeistert, alle entsprechenden Items freigespielt. Ich sag, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Hyde. Glück auf!